Hey, und das hier ist die Runde 2. Dein Solator, der ist ja gar einfach und das Scheiß. Alle warten auf das Payback, ja nur, dass du es weißt. Ich bin BGTSX und mich gibt's einen Hype. Ja, ich bin Umweltsünder, weil ich diesen Müll hier verbrenn. Ich bin 50 und du bist allerhöchstens 50 Cent. Ich würde dir raten, dass du schnell unter die nächste Brücke rennst. Denn es kommen gleich paar Schüsse aus dem Mercedes-Benz. Wie kannst du sowas sagen? Du hast doch wohl ein Radab. Eigentlich ist das hier kein District, sondern Mittelalter-Marktplatz. Hauptsache sagen, dass ich Klicks auf Knacken gemacht habe, aber selber Klicks machen, dort den Billigwaro abklatsch. Es ist fast wie in Minecraft, denn ich jag dich mit nem Beil. Meine Lines sind einfach nice, Pablo Escobar-Style. Du bist ehrenlos, wie Eric Cartman, weil ich bin einfach irre Mann, genauso wie Kenny und Kyle. Komm mir mal wieder zurück zu deinem Mist-Track. Oh fuck, ich mein natürlich deinen Diss-Track. Hauptsache sagen, meine Lines, die wären schlecht, aber mich als Clown beleidigen, so als wärst du Sex. Am Stottern wie Jimmy, du großkotziger Behindi. Ich hab nen Lamborghini, du hast höchstens nen Mini. Mini, genauso wie die Größe deiner Eier. Nicht auf dieser Welt, außer dein Hirn ist noch kleiner. Nicht mal die Eier, sich zu zeigen mit ner Cam. Dumm, dümmer, liegen Leon und seine Fans. Sie labern dir alles nach, fast als 40 Stan. Dabei bin ich doch hier von uns beiden Eminem. Du sagst, du wärst der krasseste Schlepper, stimmt auch, und zwar mit deiner Sis in Alabama. Suchst ein Jahre altes Witz raus, ich geb einen Fick drauf, denn ich weiß auch so, ich bin der bessere Rapper. Zum Glück ist dein Diss-Track fast vorbei bei Phase 3. Dieser Müll ist eine Folterstrafe beim FBI. Auf einmal löscht du alle deine Videos bis auf 3. Kurz nachdem du von meiner Insta-Diss-Ansage weißt. Das hier ist fast wie ein Mord in Form von einem Rap-Track. Mein Rap-Skill ist unendlich groß, sorry Doras Backpack. Dieser Diss-Track ist wie deine Mutter, denn er ist echt fett. Du bist ne verfickte Null, ich hab's gerade errechnet. Mit 5 Stunden Arbeit einem Lied flexen versuchen. Digga, 5 Stunden brauch ich nur um den Beat rauszusuchen. Ich sollte vielleicht nicht zu hart dem armen Leon wehtun. Na, ist jetzt auch egal, die Beerdigung ist jetzt eh um.